Uhu Leute, ich bin Flasher, willkommen zu einem weiteren Guild Wars 2 Guide. Heute zu einer Analyse der Belohnungen aus den Kryptis-Konvergenzen. Mit dem Add-on Secrets of the Obscure wurde ja eine neue legendäre Rüstung, die Obsidian-Rüstung, angekündigt. Und wie wir bereits zum jetzigen Zeitpunkt schon wissen, auch wenn die Rüstung noch nicht draußen ist, wissen wir, dass wir richtig, richtig, richtig viele von diesen Kryptis-Essenzen benötigen. Bisher gab es nur die Möglichkeit, diese Essenzen über die Risse zu bekommen, die man Open World auf den Soto und auch einigen anderen Karten farmen konnte. Allerdings ist das eine relativ langweilige Angelegenheit, vor allem dafür, wie viele Essenzen man braucht. Arnett hat versprochen, eine weitere Möglichkeit hinzuzufügen ins Spiel und hat mit dem ersten großen Update nach dem Soto-Release die Konvergenzen ins Spiel gebracht. Und wir wollen uns jetzt heute mal angucken, wie viele von diesen Essenzen kriegt man denn jetzt eigentlich aus diesen Konvergenzen raus, wie viel kann man da mitnehmen, wie viel Zeit muss man investieren und lohnt es sich, diese Konvergenzen zu machen anstelle von Rissjagden und dann letztendlich natürlich auch, wie lange brauchen wir, um uns so eine legendäre Rüstung zusammenzufarmen. In dem Video beschäftigen wir uns heute also weniger damit, was überhaupt Konvergenzen sind, beziehungsweise wie diese Konvergenzen funktionieren. Das sind eigentlich relativ einfache Gruppenevents, die man mit der öffentlichen Guild Wars 2 Community einfach machen kann. Die starten im Turm des Zauberers und haben einen Timer von 3 Stunden. Ich packe euch einen Link in die Videobeschreibung zum Event-Timer. Da könnt ihr immer sehen, wann so eine Konvergenz kommt und dann könnt ihr einfach in die öffentliche Instanz rein joinen. Ich habe zwar schon gehört, dass die auch hin und wieder mal failen. Mir selbst ist es zum Glück noch nie passiert. Wenn ihr, denke ich, sobald die Essenzen starten, möglichst früh reinjoint, also sobald sozusagen der Timer sagt, hey, jetzt ist hier eine öffentliche Instanz offen und ihr geht sofort rein innerhalb der ersten Minute, solltet ihr eigentlich immer eine ganz gute Instanz finden, die auch voll wird und die letztendlich auch klappt. Aber wir wollen uns jetzt heute mit den Belohnungen beschäftigen, die man da letztendlich rausholen kann. Ich habe jetzt mal in einer Woche 3-mal diese Konvergenzen gemacht, an 3 verschiedenen Tagen. Warum ausgerechnet 3, werden wir noch sehen, denn wir kriegen besondere Belohnungen durch Achievements zusätzlich zu den ganz normalen Belohnungen und die gibt es leider nur 3-mal pro Woche. Die Sache ist, die bringen mit am meisten, aber was genau das heißt, sehen wir gleich. Ich habe jetzt hier mal einen Screenshot von den Items, die ich jetzt sozusagen aus 3 von diesen Konvergenzen rausgeholt habe. Ihr seht, da habe ich 150 T1 Essenzen, 60 T2, 30 T3 und dann noch einige zusätzliche Items. Hört sich jetzt prinzipiell erstmal nicht so übertrieben gut an. Es wird noch um einiges mehr, also die Belohnungen, die man kriegt, wenn man einfach nur eine Konvergenz abschließt, sind mit das Wenigste, was man überhaupt bekommt. Hier habe ich auch mal einen Screenshot, was man am Ende einer Konvergenz kriegt, einfach nur an reiner Belohnung. Da seht ihr hier, ich habe 50 T1, 20 T2 und 10 T3 Essenzen. Also genau ein Drittel von dem, was ihr auf dem anderen Screenshot da seht, weil ich es ja 3-mal gemacht habe. Zusätzlich ist es noch so, es gibt eine Mastery, wenn ihr die nicht habt, dann kriegt ihr sogar nur die Hälfte von dem. Das ist hier, auch das kann ich ja mal kurz zeigen, bei den Beherrschungen Secrets of the Obscure, Inneres Naios und dann die allerunterste, die Konvergenzbeherrschung. Wenn man das hat, dann kriegt man das Doppelte an Belohnungen aus so einer Konvergenz einfach raus letztendlich. Und darum habe ich hier diese 50, 20 und 10 bekommen, beziehungsweise dreifache nach 3 Konvergenzen. Also gar nicht so viel, trotzdem müssen wir uns mal die anderen Items angucken, denn ihr könnt selber dafür sorgen, um noch ein bisschen mehr zusammenzufarmen. Da haben wir einmal das Item in der zweiten Reihe links, das ist die verborgene instabile Kiste mit Kryptis-Essenz. Die kriegt ihr auch pro Konvergenz, kriegt ihr die einmal. Und ihr könnt die theoretisch auch noch aus der Heldentruhe, die es einmal pro Konvergenz pro Tag gibt, könnt ihr die auch noch rausholen.
Das ist im Prinzip eine Truhe, die könnt ihr nur mit einem bestimmten Item öffnen. Das ist das Item, was direkt daneben ist, also ganz genau in der Mitte von diesem neuner Block, die instabile Kryptis Motivation. Die braucht ihr, um diese Truhen öffnen zu können, diese instabilen Kisten. Die könnt ihr entweder im Handelsposten kaufen oder durch T2 oder T3 Rissjagden bekommen. Ihr bekommt die allerdings auch einmal pro Woche für die erste Konvergenz, die ihr pro Woche macht. Die sind auch relativ teuer, von daher, da muss jeder selber entscheiden, ob er die letztendlich wirklich nutzt, um diese instabilen Kisten aufzumachen. Auch hier habe ich mal einen Screenshot für euch, was ich jetzt aus dieser einen Truhe, also ich habe diese eine instabile Kryptis Motivation, habe ich benutzt, um eine von den stabilisierten Kisten zu öffnen. Und das habe ich da rausgekriegt. Ihr seht 37 T1, 15 T2 und 9 T3 Essenzen. Auch das wird natürlich ein bisschen schwanken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da einen guten Drop oder einen schlechten bekommen habe. Aber nur rein so zur Orientierung, wie viel da so circa drin ist. Dadurch, dass die instabilen Kryptis-Motivationen relativ teuer sind, wenn man sich die im Handelsposten kauft, muss halt jeder selber entscheiden, ob er diese stabilisierten Kisten damit oder instabile Kisten, sorry, überhaupt damit öffnet und das Geld dafür überhaupt ausgibt. Ich habe jetzt bei dem, ihr werdet am Ende sehen, was ich insgesamt an Essenzen bekommen habe, wirklich nur eine einzige Kiste geöffnet, weil ich nur diese eine instabile Kryptis-Motivation genutzt habe, um diese instabile Kiste überhaupt aufzumachen. Und die anderen habe ich einfach nur in die Bank getan und erstmal noch gar nichts damit gemacht. Dann daneben haben wir hier ein Nugget von Kryptis Essenz. Da habe ich jetzt 7 Stück. Die bekommt ihr, indem ihr bestimmte Achievements innerhalb einer Konvergenz macht. Auch das kann ich ja mal zeigen, wenn wir hier unter Erfolge gehen und dann Secrets of the Obscure und dann Konvergenzen. Und dann haben wir hier mehrere Achievements. Das Gute ist, diese Achievements sind unendlich wiederholbar. Das heißt, ihr kriegt die Belohnungen immer wieder. Und immer wenn ihr davon eins abschließt, kriegt ihr so ein Nugget von Kryptis Essenz. Da sind verschiedene Sachen bei, wie Gegner töten, wie Essenzen innerhalb der Konvergenz einsammeln, Geschütztürme zerstören, Belagerungswaffen zerstören, Avatare der Bosheit, die immer so auf Zodja zuchargen während der Instanz, die töten. Und je nachdem, wie viel ihr davon schafft, kriegt ihr halt noch zusätzlich diese Nuggets. Ich habe jetzt hier innerhalb dieser 3 Versuche oder innerhalb dieser 3 Konvergenzen habe ich 7 Stück gefarmt. Ich würde sagen, so 2 bis 3 pro Konvergenz bekommen ist realistisch und von daher ist jetzt hier 7 mal gar nicht so schlecht. Also ich habe, glaube ich, 2 mal 2 bekommen und einmal sogar 3 und bin so auf die 7 gekommen. Also das schafft man schon vielleicht bei seiner allerersten Konvergenz, wenn alle Achievements noch auf 0 sind, dann kriegt man vielleicht noch keins, aber ab dann verteilt sich alles so mehr oder weniger, dass man immer so mit 2 bis 3 rechnen kann. Hier schwanken die Essenzen, die man kriegt, wenn man das einfach doppelklickt. Hier braucht man zum Glück nicht extra, um das zu öffnen. Einfach doppelklicken, schwanken hier auch. Ich habe euch mal beispielhaft 3 Screenshots gemacht hiervon. Ihr seht natürlich immer T1 am meisten. Man kriegt ein paar T2 und auch ein paar wenige T3. Ist jetzt auch nicht übertrieben viel, aber ich meine, ich habe jetzt hier 7 Stück. Also da kommt dann auch schon ein bisschen was zusammen, was man dadurch bekommt. Wie sagt man immer so schön? Kleinvieh macht auch Mist, von daher, das sollte man nicht unterschätzen, dass man da auch diese Nuggets nebenbei mitfarmen kann. Dann haben wir unten links in der Ecke haben wir die Heldenauswahltruhe, die kennt ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr seit End of Dragons jemals irgendein mapweites Meta-Event gemacht habt. Das kriegt man einmal pro Tag pro Account für den Abschluss des Meta-Events, diese Heldenauswahltruhe. Und auch hier habe ich einen Screenshot, was da drin sein kann, was ihr euch auswählen könnt. Ihr seht, verschmolzener Edelstein. Auch wieder so eine verborgene, instabile Kiste. Aber wie gesagt, die sind relativ schwierig zu öffnen mit diesen teuren, instabilen Kryptis-Motivationen. Und dann könnt ihr aber euch auch noch entweder 100 T1 oder 40 T2 oder 20 T3. Auch nicht schlecht, das ist relativ viel. Vor allem, was mir meistens persönlich fehlt, sind die T2-Essenzen aus irgendeinem Grund. Und da könnte man sich jetzt hier noch einiges rausnehmen. Auch bei diesem Screenshot, den ich euch am Ende zeigen werde, was ich insgesamt alles geholt habe, habe ich noch nichts
aus diesen Heldenauswahltruhen rausgeholt, weil ich mir noch nicht sicher war, was ich wirklich am meisten brauche. Darum spare ich mir die aktuell noch fürs Ende, bis kurz vors Ende und hole mir dann die entsprechenden Ränge an Essenzen daraus, die ich brauche. Von daher, diese drei Heldenauswahltruhen, die ich jetzt hier habe, die habe ich noch gar nicht geöffnet. Und jetzt allerdings das Beste, das, was euch am allermeisten von diesen Konvergenzfarmen bringt, das ist die Truhe unten in der Mitte, die blaue, die Kryptis-Konvergenz-Extraktion. Die sieht so ein bisschen aus wie die Truhen, die man auch aus den Riss-Events bekommt, heißt allerdings nicht Riss-Truhe oder Riss-Extraktion, sondern Konvergenz-Extraktion. Und die bringen relativ viel. Und zwar, auch hier habe ich einen Screenshot, hier die geben zum Beispiel immer, und das ist immer ein fester Wert, 250 T1, also einen kompletten Stack, 100 T2 und 50 T3. Das ist das meiste, was man überhaupt aus irgendeinem Event oder Kiste oder sonst irgendwas rausholen kann. Von daher, die Dinger sind richtig gut. Allerdings kriegen wir die nur ebenfalls wieder aus einem Achievement. Und auch das zeige ich euch mal kurz. Das ist in der gleichen Kategorie, also auch wieder Secrets of the Obscure und dann Konvergenzen. Und hier gibt es ein Achievement, der heißt wöchentliche Konvergenzen. Und das geht leider nur bis 3. Und da seht ihr, auf Rang 1, wenn ihr die erste Konvergenz macht, kriegt ihr die instabile Kryptis-Motivation. Das ist die eine, um diese besonderen, verborgenen, instabilen Kisten zu öffnen, die ich auch benutzt habe. Ich habe nur diese gemacht und diese aufgemacht sozusagen, was ich hier rausgekriegt habe. Dann die zweite Konvergenz gibt eine von diesen Konvergenz-Extraktionen und die dritte Konvergenz gibt es 2. Sodass man, wie gesagt, am Ende von 3 Konvergenzen 3 von diesen Kryptis-Konvergenz-Extraktionen bekommt. Allerdings ist das Problem, danach ist das Achievement auch für die Woche zu Ende. Das heißt, danach gibt es die nicht mehr und ihr könnt die nicht mehr bekommen. Ihr kriegt also für die ersten 3 Konvergenzen pro Woche, kriegt ihr richtig Fettbelohnungen. Und das ist der Grund, warum ich auch am Anfang gesagt habe, ich habe jetzt diese Woche 3 von diesen Konvergenzen gemacht und jetzt wollen wir uns mal sozusagen den Loot davon angucken, weil danach macht es meiner Meinung nach nicht mehr so viel Sinn, diese Konvergenzen zu farmen, denn die einzelnen Belohnungen, die man hier bekommt, sind gar nicht mal so viel. Und da würde man wahrscheinlich durch gezieltes Rissfarmen, also gezielt entweder T1 oder T2 oder T3, je nachdem, was man braucht, und dabei Motivationen benutzen für diese Risse, würde man vermutlich mehr Loot bekommen als durch diese Konvergenzen. Und darum empfehle ich auch jetzt schon mal vorweg, das nur 3-mal pro Woche zu machen. Und danach, wenn ihr noch weitermachen wollt, aber ihr werdet sehen, wir müssen es nicht unbedingt, dann lieber Risse zu farmen. Aber schauen wir mal hier, ich habe jetzt hier letztendlich dann mal, wie gesagt, alles aufgemacht, alle Nuggets aufgemacht, diese eine instabile Kiste mit der einen Motivation aufgemacht, 3 generelle Belohnungen aus den Konvergenzen, 3-mal diese besondere Kryptis-Konvergenz-Extraktion und noch keine Sachen aus der Heldenauswahltruhe. Und dann seht ihr hier, habe ich insgesamt über 4 Stacks von den T1-Essenzen, also insgesamt 1077 T1-Essenzen. Dann habe ich einen kompletten Stack und nochmal 178 T2-Essenzen und 208 T3-Essenzen. Ist eigentlich nicht schlecht dafür, wenn man bedenkt, dass so eine Konvergenz circa 20 bis 25 Minuten dauert. Das ist wirklich nicht viel. Sagen wir jetzt, wir machen das an 3 verschiedenen Tagen, dann dauert das insgesamt über eine ganze Woche gesehen, gerade mal 1 Stunde bzw. 1 Stunde 15. Also irgendwas dazwischen, zwischen 1 Stunde und 1 Stunde 15. Und das innerhalb von einer Woche. Das ist wirklich nicht viel. Und da können wir über 1000 T1, knapp über 400 T2 und 208 T3. Wenn wir das jetzt mal umrechnen, da muss ich gleich mal kurz meinen Taschenrechner rausholen. Und wir rechnen jetzt mal um, wie lange würden wir also brauchen, um eine komplette Rüstung zusammenzufarmen, nur allein über diese Konvergenzen, die wir nur 3-mal pro Woche machen müssen. Also sozusagen, wie lange braucht es, eine Rüstung zu erfarmen, wenn wir gerade mal 1 Stunde oder 1 Stunde 15 pro Woche überhaupt da rein investieren? Können wir einfach mal machen. Wir wissen noch aus meinem Guide-Video zur legendären Obsidian-Rüstung, wissen wir, dass wir 18.000 T1-Essenzen brauchen. Wenn wir jetzt diese 18.000 rechnen und wir teilen die durch die 1077, die ich jetzt hier in dieser Woche bekommen habe von den T1-Essenzen,
dann kommen wir auf 16,7. Also 17 Wochen, sage ich mal. In 17 Wochen hätten wir alles, was wir an T1-Essenzen brauchen, hätten wir fertig. Machen wir das Ganze auch mal mit den T2, die 250 plus die 178 sind insgesamt 428. Und auch hier wissen wir, wir brauchen für eine Rüstung 7200. Teilen wir die 7200 durch die 428, mache ich einfach mal, dann kommen wir auch auf 16,8, also ebenfalls 17 Wochen. Und teilen wir jetzt noch die 3600 T3-Essenzen, die wir brauchen für eine legendäre Rüstung, durch die 208, die ich bekommen habe, dann komme ich hier auf 17,3. Also hier bräuchte ich 18 Wochen. Wir brauchen also theoretisch, könnten wir innerhalb von 17 bis 18 Wochen, wenn wir nichts weitermachen, wir müssten dafür niemals Risse farmen, also dieses langweilige Risse farmen. Wir müssten nur 3 Konvergenzen pro Woche machen, was 1 Stunde 15 dauert, insgesamt über eine ganze Woche verteilt, was wirklich nicht viel ist, dann wären wir in 17 bis 18 Wochen wären wir fertig. Oder sagen wir 17 Wochen, weil, wie gesagt, ich habe aus der Heldenauswahltruhe noch überhaupt gar nichts rausgeholt. Da würden jetzt die Essenzen aus der Heldenauswahltruhe natürlich noch dazukommen. Hinzu kommt jetzt auch noch, dass ihr zwischendurch auch noch mal ein paar Meta-Events macht. Ja, ihr werdet wahrscheinlich auf Himmelswacht-Archipel, auf Amnitas oder auch Naios hin und wieder auch mal ein paar Events machen, ein paar Meta-Events. Das heißt, da kriegt ihr auch noch Essenzen dazu. Das heißt, eventuell kriegt ihr das Ganze sogar auf, sagen wir mal, 16 Wochen runtergedrückt. Sagen wir mal 16 Wochen. Und wenn ihr jetzt, und das für eine einzige Rüstung. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr wollt alle 3 Rüstungen haben, und ihr müsst dafür farmen, sagen wir 16 Wochen mal 3, dann kommen wir auf 48 Wochen. Das ist unter ein Jahr. Das heißt, theoretisch könnte man nur allein durch Essenzen innerhalb eines Jahres könnte man sich alle 3 legendären Rüstungen zusammenfarmen, was Essenzen angeht. Und man müsste gerade mal 1 Stunde 15 pro Woche investieren. Das ist wirklich nicht viel. Von daher, meiner Meinung nach, diese Konvergenzen, die lohnen sich wirklich richtig gut. Zumindest diese ersten 3 Konvergenzen pro Woche, die sind wirklich nicht schlecht. Danach geht der Loot deutlich nach unten und da wäre man, wie gesagt, wahrscheinlich mit Rissefarm besser dran. Aber ich finde, die Konvergenzen sind eine gute Variante, um jetzt hier an Essenzen zu kommen. Man muss wirklich nicht viel Zeit investieren, das dauert alles nicht lange. Und man kriegt doch trotzdem einiges an Loot bei raus und kann in einer relativ humanen Zeit so eine Rüstung zusammenfarmen. Ich meine, vielleicht will nicht jeder alle 3 Rüstungen, um ein komplettes Jahr dran zu farmen. Wenn man halt mit einer zufrieden ist und nicht jede Woche macht, schafft man es trotzdem in einer einigermaßen angemessenen Zeit, so eine legendäre PvE-Rüstung zusammenzufarmen. Von daher lasst euch dadurch diese Massen an Essenzen, die ihr benötigt, nicht abschrecken. Jetzt durch die Konvergenzen ist es möglich, relativ einfach an die entsprechenden Essenzen zu kommen. Das soll es von mir gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, Leute.